Wichtig zu erwähnen ist, wir haben ja jetzt auch mit der Eröffnung dieser Ausstellung unseren Namen geändert. Das heißt, wir haben aus der Galerie Weiergut L Art Galerie gemacht und haben so auch ein Zeichen gesetzt, dass wir zwar die Tradition der Galerie und unser Programm fortführen, aber doch auch mit der Medienkunst ein Zeichen zu setzen, dass wir mit der Zeit gehen und dass wir in Aufbruchstimmung sind. Wir zeigen in unserer Sommerausstellung drei Künstler, den Manfred Wackolbinger mit Skulpturen, Alois Mosbacher mit Malerei und Alexandra Ehrlich-Speiser mit Medienkunst. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir vom klassischen Ausstellungsbereich auch in den Bereich Medienkunst gehen. Und hier sieht man schon eine wunderbare Außenskulptur von Manfred Wackolbinger aus Edelstahl, die wir präsentieren. Alexandra Ehrlich-Speiser ist Medienkünstlerin, ist auf internationalen Medienfestivals vertreten, zeigen wir erstmalig in unserem Programm und in Salzburg. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Glitch Art, das heißt, sie hat jetzt in dieser Serie, die sie Useless Weapons nennt, die Thematik aufgegriffen, dass man ja heutzutage wirklich aus dem Darknet Waffen runterladen kann, auf 3D ausdrucken kann, die funktionstüchtig sind. Wir haben bewusst beim Alois Mosbacher ganz neue Arbeiten ausgewählt, natürlich schon mit dem Thema Wald, mit dem er sich ja lange beschäftigt, das ganz zeitgemäß ist, ganz spannend. Es ist sicher seine Bilder sind jetzt sicher nicht Waldbilder, die Orte der Idylle darstellen, sondern es ist schon, man begibt sich schon in einen Wald, der, denke ich, zum Nachdenken anregt und zum Reflektieren. Und letztendlich ist es auch die wirklich wunderbare Verbindung mit dem Manfred Wackolbinger, wo es auch sehr viel, auch in seinen neuen Arbeiten, um Spiegelungen, Reflexionen, Selbstreflexion geht. Beide Künstler kennen sich viele Jahre und stellen erstmals gemeinsam aus.